Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft24 zur aktuellen Sendung vom 9. bis 13. August. Ein Mammutwochenende für das Team von Seenluft24 und Seenland Kreativ übrigens. Meine Kollegin Katja Hubatsch hatte sie ja in der vergangenen Sendung zum Hafenfest an den Senftenberger Stadthafen eingeladen. Dort sehen wir uns hoffentlich am Sonnabend oder Sonntag auch. Doch jetzt erstmal zu unserem Programm. Es gibt schöne Neuigkeiten aus Großrehschen. Wir entdecken zwei auf ihre eigene Art schöne Orte in Senftenberg und wollen ihnen auch musikalisch Lust aufs Hafenfest machen. Aber das erst am Ende der Sendung. Jetzt starten wir erstmal, wie Sie es von uns kennen, mit den Nachrichten und unserer Programmübersicht. Es ist wieder soweit. Das Senftenberger Hafenfest am 10. und 11. August ist wieder zurück. Diesmal mit Marie Reim. Verdammt, ich bin so verliebt. Das musst du doch sehen. Kinderstar Nielsen. Ich will so sein wie Peter Pan. Ein Kind mein ganzes Leben lang. Nyon, The Florence und vielen weiteren Gästen. Der Hingucker am Samstagabend. Natürlich das Höhenfeuerwerk um 22.15 Uhr. An beiden Tagen gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Clubstage, Schlemmermeile, Riesenrad und jede Menge Unterhaltung für Groß und Klein. Der Eintritt kostet 2 Euro. Alle Infos erhalten Sie unter www.hafenfest.info. Das Senftenberger Hafenfest am 10. und 11. August am Stadthafen in Senftenberg. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft24, die Woche mit den aktuellen Nachrichten und wichtigsten Meldungen der letzten Tage. Das Projekt des Supermarktneubau in Schipkau kann jetzt durchstarten. In einer Sondersitzung hat sich die Gemeindevertretung erneut mit dem Ersatzneubau eines Einkaufsmarktes beschäftigt. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung mussten sich die Verwaltung und die Gemeindevertretung erneut mit dem Bauvorhaben befassen. Die ehemalige DDR-Kaufhalle war bis Ende 2021 als Edeka-Markt in Betrieb. Als der Betreiber in den Ruhestand ging, wurde das Objekt geschlossen und die ersten Pläne für einen Neubau diskutiert. Die wurden erstmals im Frühjahr des letzten Jahres den Schipkauern vorgestellt. Inzwischen ist das alte Gebäude abgerissen und nach Hinweisen aus der Bevölkerung wurde das Thema jetzt noch einmal behandelt. Also es waren ein paar Eingaben. Die haben wir nach unserer Ansicht auch des Planungsbüros alle vollumfänglich beantwortet. Aber wie es immer so ist, vielleicht die eine oder andere Frage dann nicht so, wie es dann gewünscht war. Und deshalb ist das heute einfach mal eine formale Sache gewesen und der Edeka kann gebaut werden. Aktuell liegt das Vorhaben im Zeitplan und die Eröffnung des neuen gut 1200 Quadratmeter großen Marktes soll Anfang 2026 gefeiert werden. Tierische Rasenmäher sind seit diesem Dienstag in Lauchhammer unterwegs. Die Stadt hat dazu einen Nutzungsvertrag für 3 Flurstücke mit einer Schäferei geschlossen, die die Flächen mit einer Herde aus bis zu 70 Schafen, Ziegen und Hirtenhunden in den nächsten ca. 3 Wochen beweidet. Von der ersten Weidefläche an der Schwarzen Elster geht es dann weiter zum ehemaligen Gymnasium und zum ehemaligen Sportplatz am Butterberg. Die Weideflächen sind durch einen elektrischen Zaun gesichert. Das Füttern der Tiere ist untersagt und ein längerer Aufenthalt mit Hunden in unmittelbarer Nähe der Koppel sollte vermieden werden. Mit der Beweidung kommunaler Flächen möchte die Stadt Lauchhammer die naturnahe Landschaftspflege fördern und die Hüteschäferei in der Region unterstützen. Wie fit sind unsere Campingplätze und wie gut wird die Region vermarktet? Diese Fragen waren Themen eines Besuches des Landesmarketings der Brandenburger Staatskanzlei am Senftenberger See. Die diesjährige Campingplatztour des Brandenburger Landesmarketings hat am Donnerstag am Senftenberger See Station gemacht. Zu Gast war Thomas Braune, der Leiter des Landesmarketings in der Staatskanzlei. Begleitet wurde er unter anderem von Senftenbergs Bürgermeister Andreas Pfeiffer und Verbandsvorsteher Detlef Wurzler.
Die Campingplatztour des Landesmarketings besuchte seit Mitte Juli insgesamt 7 Reiseziele. Im Gepäck hatte das Team unter anderem wieder regionale Produkte und viele Tipps für Ausflüge in die Region. Der brandenburgische Tourismus sei mit über 14 Millionen Übernachtungen 2023 auf Erfolgskurs. Die insgesamt 188 Campingplätze im Land verzeichneten rund 1,6 Millionen Übernachtungen. Südbrandenburgs Handwerksbetriebe melden einen Zuwachs an neuen Ausbildungsverträgen. Die mehr als 450 unterzeichneten Verträge seien bis zum Vorjahr ein Plus von über 5%. Dennoch könnten Kurzentschlossene noch eine Berufsausbildung im Handwerk beginnen. Nach wie vor gäbe es mehr als 300 unbesetzte Stellen in vielen Berufen, sagt Ronny Wagner, Vizepräsident der Handwerkskammer Cottbus. Stark nachgefragt sind bislang der Kfz-Mechatroniker und die sogenannten Klimaberufe oder Elektroniker. Alle freien Lehrstellen, Vermittlungsaktionen in den Ferien und weitere Informationen gibt es im Internet unter hwk-cottbus.de. Unter dem Namen Lauchzeit hat am letzten Wochenende eine neue Imbissversorgung am Grünewalder Lauch eröffnet. Das Gelände der ehemaligen Gaststätte Lollipop hat einen neuen Pächter. Der Imbiss ist nur der erste Schritt, ergab unsere Stippvisite. Die Strandgaststätte auf der Gordener Seite im Grünewalder Lauch hat neue Pächter und die sind am Wochenende mit einem Imbissangebot gestartet. Die Eröffnung sorgte für eine gute Stimmung unter den Touristen und Tagesgästen im Erholungsgebiet. Die vier Protagonisten der Betreibergesellschaft Lauchzeit planen für die nächsten 2 Jahre umfassende Investitionen. So soll das Gebäude der ehemaligen Gaststätte Lollipop zum Restaurant mit einer Dachterrasse umgebaut werden. Nach den bisherigen Planungen soll auch der Sanitärtrakt modernisiert werden. Außerdem wird eine zweite Etage aufgesetzt, in der es in Zukunft Ferienwohnungen geben wird. Selbstverständlich wird auch der Caravan-Stellplatz weiter betrieben. Gemeinsam mit der Amtsverwaltung sollen jetzt EU-Fördermittel beantragt werden. Und nun folgen hier weitere Kurzmeldungen. Die Organisatoren des Benefiz-Sportfestes am 3. August in Sedlitz sind zufrieden. Nach vorläufigen Zählungen sind 3.250 Euro Spendengelder zusammengekommen. Weitere Spenden könnten in den kommenden Tagen eingehen. Vorgesehen sind sie für die Kinderkrebsstation der Uniklinik Karl Thiem. Übergeben werden sie im Herbst zusammen mit den Erlösen aus dem Benefizkonzert am 5. Oktober Mosch gegen Krebs. Seit diesem Donnerstag ist das Baden im Großrieschener See offiziell erlaubt. Das haben der Landkreis OSL und die Stadt Großrieschen mitgeteilt. Gerd Richter, LMBV Sanierungsbereichsleiter Lausitz, spricht von einer richtungsweisenden Entscheidung des OSL-Kreises. Mehr dazu sehen Sie auch in der aktuellen Sendung von Seenluft 24. Der Radweg im Lauchermaraner Ortsteil Grünewalde zwischen dem Storchennetz bis zur Bungalow-Siedlung bleibt weiter gesperrt, konkret bis zum 30. September. Notwendig machen das Bauarbeiten zwischen dem kleinen Wobergsee und der Grünewalder Linse. Sie sollen im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein. An der Autobahn A13 im Bereich Schwarzheide werden ab kommendem Jahr umfangreiche Reparaturarbeiten geplant. Wegen der vorhandenen Straßenschäden gilt dort oft ein Tempolimit von 100 km pro Stunde. Ab 2025 sollen 5 Kilometer der Fahrbahn zwischen Klettwitz und Ruhland in Richtung Dresden instand gesetzt werden. Ein weiterer Abschnitt von 8 Kilometern zwischen Ruhland und Ortrand sollen in 3 Jahren repariert werden. Momentan von Bauarbeiten betroffen sind die Anschlussstellen Bronco und Klettwitz. Das waren die Nachrichten für Sie. Hier folgt nur noch das Wochenendwetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Der Samstag wird warm und trocken bei nur vereinzelten Regentropfen früh am Morgen. Den Rest des Tages bleibt der Regen aus, während die Sonne immer mal wieder von Wolken bedeckt wird, bei Temperaturen zwischen 17 und 26 Grad. Der Sonntag sieht ähnlich aus, bewölkt und ohne Regen, bei Temperaturen zwischen 17 und 26 Grad. Und die neue Woche startet mit ganztägigem Sonnenschein und trockenen 14 bis 27 Grad.
suchst eine neue Herausforderung? Werde Teil unseres Unternehmens und bewirb dich am besten noch heute bei uns. Wir freuen uns auf dich. Let's go! Der BAL ist eine große kommunale Familie, die sich um das Lebensmittel Nummer 1 und um die umweltgerechte Schmutzwasseraufbereitung auf lange Sicht und Nachhaltigkeit unter allen Umständen kümmern will und wird. Der BAL, ein Fels in der Brandung, zuverlässig, stabil, kommunal, ein symbolischer Ring fest in der Hand der Kommunen. Garten- und Landschaftsbau Markus Brödner in Plessa. Wir bauen Landschaften und gestalten Ihren Garten. Bei uns erhalten Sie fachgerechte Beratung. Wir übernehmen für Sie Pflasterarbeiten. Wir gestalten Ihre Wege und Plätze. Wir bauen Treppen, übernehmen Ihre Gartengestaltung, Pflanz- und Pflegearbeiten oder Ihren Zaunbau. Wir stellen uns allen Herausforderungen im privaten Bereich und für Unternehmen. Garten- und Landschaftsbau Markus Brödner in Plessa. Direkt an der B169. Für Großregen ist es wohl eine der schönsten Meldungen der Woche. Ab sofort ist Baden im See erlaubt. Da nimmt der Tourismus endlich Fahrt auf, wodurch er aber auch gebremst wird. Das ist ein Thema jetzt bei uns. Licht und Schatten. Sie zeigen sich aktuell am Großrechener See. Nach der Eröffnung im Frühjahr erlebte vor allem die Touristinformation einen herben Rückschlag. Sie ist seit Tagen mittwochs und donnerstags geschlossen. Zudem müssen sich Urlauber und Gäste auf eingeschränkte Öffnungszeiten an den übrigen Tagen einstellen. Und das ist der Grund. Die Probleme sind personeller Natur. Die ersten beiden Mitarbeiter, die wir hatten, haben am Ende ihrer Probezeit auf eigenen Wunsch den Arbeitsvertrag beendet. Wir wissen nicht genau, warum im Einzelnen, aber soweit ich das beurteilen kann aus Gesprächen, vor allem weil sie eben mit der doch häufigen Fordoanforderung Sonnabend-Sonntag Probleme hatten und jetzt Jobs gefunden haben, wo sie eben Sonnabend-Sonntag nicht arbeiten müssen, muss man respektieren. Und wir sind jetzt auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Zwei sind schon da und müssen also ein Team entwickeln, wo wir halt auch Sonnabend-Sonntag absichern können. Strahlende Gesichter zeigen sich hingegen einige hundert Meter neben dem Stadthafen. Dort gibt es seit kurzem Gewusel und Kinderlachen, fröhliche Familien und ausgelassene Teenager. Sie können sich auf dem Sand aus Kiesgruben in Freienhufen und Saalhausen erholen, am jetzt offiziell freigegebenen Badestrand des Großrechener Sees. Ich denke, das ist natürlich ein Meilenstein, dass zum ersten Mal am Großrechner See offiziell gebadet werden kann. Sowohl die Einheimischen als auch natürlich auch die Gäste, die gerade mit den Karawans und so da schon auch des Öfteren da sind. Und das ist ja auch der erste See in der zukünftigen Seenkette, wo dieses Baden möglich geworden ist. Und wir wollen jetzt erstmal Erfahrungen sammeln. Da wird es noch eine Reihe von notwendigen Auswertungen im Herbst geben müssen. Und ich bin jetzt erstmal froh, dass es wenigstens jetzt in der Saison noch gelungen ist. Es war kein einfacher Weg bis zu dem 7. August 2024, verbunden mit Verwaltungsarbeit und vermutlich mit viel Papier. Denn für den Sprung ins kühle Nass braucht es hierzulande eine Allgemeinverfügung des Landkreises. Das sind ungefähr 10 Seiten Papier, damit man mal ein Gefühl kriegt. Und diese Allgemeinverfügung ist eigentlich aufgrund der gesetzlichen Grundlage des Landeswassergesetzes eine einschränkende Verfügung. Das ist auch ganz spannend zu lesen, die eigentlich regelt, dass nur am Strand gebadet werden darf und nicht an dem übrigen See hier, an den Uferbereichen. Und ja, welche Uhrzeit, Saison geht bis Ende Oktober,
die Badeordnung, die haben wir erlassen und dort hingestellt. Also eine Reihe von juristischen Regelungen, wer da alles was machen darf und nicht machen darf, was alles zu beachten ist, was sich auch sehr stark natürlich an den Zweckverband und an die Kommune, in dem Falle Stadt Großregen, richtet. Möglich wurde die Teilfreigabe nicht zuletzt durch die Arbeit der LNBV. Sie sorgte unter anderem für die im Fachjargon notwendige Wasserüberdeckung im Betriebsgewässer. Denn laut Gesetz steht das frühere Restloch des Tagebaus Meuro noch unter dem Bergrecht. An der jetzigen Freigabe waren also mehrere Partner beteiligt. Die Akteure, die in den letzten Monaten intensiv daran gearbeitet haben, waren als erstes natürlich die LNBV. Es ist nach wie vor ein Betriebsgewässer der LNBV. Dann das Landesbergamt, der Zweckverband Lotzer Seenland Brandenburg, der Landkreis, unsere Wasserbehörde und in dem Anhörungsverfahren auch fast alle Ministerien in Brandenburg, also eigentlich alles das, was an Behörden in Brandenburg so möglich ist, war da irgendwie beteiligt. Bereits 2026 will der Bergbausanierer aus der Zwischen eine dauerhafte Nutzung ermöglichen. Dann soll auch die Sanierung am und um den Sedlitzer See beendet werden. Dann warten insgesamt 4 Bergbau vorgesehen mit rund 4000 Hektar und einem einheitlichen Wasserpegel auf Einheimische und Touristen. Also wir sind jetzt ja ein Modellversuch, das hat die LNBV so erklärt und auch die Region. Und der Modellversuch, an dem wir uns jetzt alle abgearbeitet haben, zeigt, dass so wie das jetzt läuft, mit Einzelverfügung, mit Einzelbescheiden, kann man keine touristische Nutzung organisieren. Wenn alleine für jedes Boot, das hier fahren darf, ein Aktenordner gefüllt werden muss, damit das hier über den See schippern darf, das geht nicht. Also es muss zum öffentlichen Gewässer gemacht werden, das ist es zurzeit noch nicht, damit wirklich öffentliches Wasserrecht gilt, so wie am Senftenberger See, damit der Bootsfahrer, der hier kommt, sein Boot reinlegen kann, sich anmelden kann beim Hafenmeister und dann in See stechen, ohne dass noch wieder 30 Seiten Papier beschrieben werden müssen, unterschrieben werden müssen, belehrt werden müssen. So funktioniert Tourismus nicht. Und das Gleiche gilt halt auch für den Strand. Also wir müssen unbedingt den Schritt noch zum öffentlichen Gewässer gehen, damit wirklich eine touristische Nutzung gelingen kann. Nun sind sie also weg, die ursprünglichen Sperrschilder. Betreten verboten. Stattdessen gibt es eine Badeordnung und gelbe Bojen. Sie kennzeichnen den Strand- und Wasserbereich fürs Baden und Planschen. Und für diesen rund 500 Meter langen Abschnitt hat Bürgermeister Thomas Zenker einen großen Wunsch. Ja, von den Badegästen erstmal hoffe ich und denke ich, dass wir noch einige Wochen haben, wo die Badegäste das genießen können, dass das Wetter mitspielt. Und ich hoffe natürlich, dass die Badegäste auch den gesunden Menschenverstand mitbringen, sich an die Badeordnung halten und auch ein bisschen dafür sorgen, dass sie den Strand dann jeden Abend vielleicht so verlassen, wie sie ihn am Morgen dann wiederfinden wollen, um also auch die Beräumungs- und Reinigungsaufwendungen in Grenzen zu halten. Denn das macht natürlich auch ein bisschen was fürs Lebensgefühl, wenn dort nicht viel Müll liegt, sondern wenn der Strand auch gepflegt daherkommt. Also insofern wünsche ich mir, dass alle ein bisschen Beitrag dazu leisten, dass diese ersten paar Wochen, diese erste Teilsaison auch beim Badebetrieb zum Erfolg wird. Und Ihnen wünschen wir jetzt einen warmen Sommer mit viel Sonne und viel Spaß beim Baden am neuen Sandstrand in Großregen. An diesem Samstag findet in Brandenburg der Tag der Industriekultur statt. Sonst nicht zugängliche Orte der Industriegeschichte öffnen an diesem Tag ihre Türen. Die Museen des Landkreises OSL laden an diesem Tag von 10 bis 14 Uhr ins Zechenhaus Brieske ein. Wir hatten vor einiger Zeit schon einmal die Möglichkeit, das Industriedenkmal und seine Geschichte zu erkunden. Das hier hinter mir ist das Zechenhaus in Brieske. Und das und die sich darin befindliche Waschkau schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Los geht's! Hallo! Hallo! So, wir haben hier einmal Stefan Heinz, Museumsdirektor des Landkreises Oberspreewald-Lausitz und Roland Richter, er ist unser Zeitzeuge. Und jetzt gehen wir mal rein, da ist es nämlich deutlich kühler. Mensch, es sieht ja schon mal sehr schön aus hier drin. Können Sie mir denn was über das Gebäude erzählen? Wann wurde es gebaut? Das Gebäude ist gebaut worden 1910 und hat verschiedene Namen. Welche denn? Also es firmiert als Zechenhaus, es firmiert als Badehaus, als Waschkaue. Auf einer alten Postkarte aus der Zeit sieht man Verwaltungsgebäude drunter stehen. Ja. Also es sind so ganz unterschiedliche Titel für dieses
eigentlich ja große Sozialgebäude des Bergbaus. Also es gehört der Ilse Bergbau AG und hier vor Ort war die Grube Mager. Also ein großer Industriekomplex mit wichtigen Bauwerken, wie zum Beispiel Brikettfabriken. Und im Zentrum eben dieses große Verwaltungsgebäude, also eben die Waschkaue oder das Badehaus. Es ist eigentlich in erster Linie das Haus gewesen, wo die Arbeiter, wenn sie früh morgens letztendlich in den Betrieb gingen, ihre Sachen gewechselt haben. Und zum Feierabend hat man sich hier gewaschen, hat sich geduscht, entsprechend sauber gemacht und ist dann wieder zurück nach Hause zur Familie gelaufen. Wir gehen jetzt mal in die Waschkaue. Erinnern Sie sich denn noch, welcher der Haken Ihrer war? Also so genau weiß ich es nicht mehr, aber so ungefähr in dem Bereich hatte ich einen Haken. Ah, ja, okay. So genau habe ich mir auch nicht gemerkt, die Nummer. Ja. Und wie gesagt, das ist ja nun schon fast 30 Jahre her. Ja, schon eine Weile her. Na, ich habe 76 angefangen, da war ich 24 Jahre. 24, okay. Als Jungingenieur. Ja, nicht schlecht. Und die Haken, wie genau hat das funktioniert? Also Sie sind hier reingekommen, um sich umzuziehen. Das waren sozusagen Stadt, wie wir es kennen, Spinte. Ja. Genau. Wie genau hat das mit diesen Haken funktioniert? Ja, hier waren ja irgendwelche Schlösser dran an diesen. Man sieht es ja hier, wie es hier ist. Ja. Da sind Haken dran gewesen und da hat man die Sachen eingehangen. Man hat sie eingehangen und dann hat man sie hochgezogen. Ja. Und dann abgeschlossen. Ja. Und dann war das. Und man hatte einen für saubere Wäsche. Für Sachen und eine Arbeitssachen. Meistens hatte man zwei Haken. Können Sie noch was zu dem Raum sagen? Hier ist ja noch der abgetrennte Bereich. Wozu war der denn da? Es war früher mal auch ein Stück Jugendbad und Männerbad. Naja, es gab ja hier unten war ja auch noch das Frauenbad irgendwie angebracht. Ich glaube, die andere Seite zum Teil. Und genutzt wurde es, konnte es auch für Familien irgendwie das Wochenende. Es sind viele Familien hier von Brieski hier duschen gegangen, weil die hatten ja alle keine Bäder in diesen Häusern, sind hier die Familien duschen gegangen. Aber ansonsten nur Bergleute. Ja. Ah ja. Welcher Vorteil ergab sich denn daraus, dass die Sachen an Ketten und Haken hochgezogen wurde, statt sie in Spinte zu packen? Ja, ein Vorteil war, oder der größte Vorteil ist, dass die Sachen ausgelüftet werden konnten. Aha. Die verschwitzten Sachen und die Sicherheit dann oben. Weil man hier ein Schloss hat, brauchte man ja keinen Schrank. Und eigentlich auch eine Frage des Platzes. Ja, vielen Dank für Ihre Hilfe, für Ihre Antworten und danke, dass Sie uns ein bisschen was erzählt haben. Haben Sie noch einen schönen Tag. Tschüss. Ich wünsche Ihnen frohes Schaffen dann. Ja, bis dann. Ne? Tschüss. Ja, was ist das hier denn jetzt für ein Raum? Also dieser Raum heißt Zechensaal. Er ist also auf der anderen Seite von der Waschkaue, von der Mitte aus gesehen. Und es war der Versammlungssaal für die Arbeiter an dieser Stelle im Ursprung. Schön. Und da hinten, da waren Büroräume? Genau. Also das Haus ist ja super gut geteilt in diesen schwarzen Teil und in den, sagen wir mal, weißen Teil, also den Büroteil. Der schwarze Teil ist eben der, wo man sich umgezogen hat, weil man eben ja doch auch seine Kleidung gewechselt hat, weil da die Arbeiter eben waren mit der Arbeitskleidung, weil man Ruß hatte. Sehr dreckig war genau, wahrscheinlich, ne? Und das hatte man natürlich im Büro nicht. Das ist das alte Haupttreppenhaus für den Verwaltungstrakt. Okay. Ja, das wurde nach unten dann später mal gekappt. Deshalb also dieses provisorische Treppenhaus durch den Eingangsraum. Wissen Sie, warum da das hier abgebaut wurde? Na, weil man ja dann unten auch wieder Duschen eingebaut hat zu DDR-Zeiten. Ja. Ab geht's nach oben. Und jetzt gucken wir uns noch Wir gehen noch ganz viele Stufen nach oben und gehen in den Turm. Ja, ja, ich bin nicht ganz schwindelfrei, aber wir haben ein Geländer und eine Treppe. No risk, no fun. Gut. Und so. Na dann, los geht's. Wir sind hier oben ist das der Glockenturm? Ich würde sagen, ja. Okay, Sie würden sagen, ja. Der Glockenturm, es ist der höchste Punkt des Bauwerkes und
eigentlich auch so ein kleines Wahrzeichen von Marga. Das Uhrwerk ist, ich glaube, nicht mehr das Originale, oder? Nee, es gibt jetzt hier quasi ein modernes Uhrwerk hinter der Wand. Ah ja. Und auch pünktlich auf die Minute, Viertel, halb, dreiviertel um, schlägt diese Glocke hier. Ach, sehr schön. Ja. Ich würde sagen, Sie warten einfach. Ja, wir haben es ja kurz vor, wir haben es kurz vor 12. Genau, es lohnt sich. Ich probiere mal aus, wie laut es hier dann gleich ist. Genau, viel Spaß. Wieder, danke. So, Taschenlampe an, rein in den gruseligen Keller. Ja, das hier war mal ein Archiv. Und das gucken wir uns jetzt an. So, wir sind hier ja im Keller und schaut mal, was wir hier gefunden haben. Eine Dusche im Waschhaus, wer hätte es gedacht? Das ist ein altes Portemonnaie! Das ist tatsächlich ein alter DDR-Ausweis. Wahnsinn, ich schau mal rein. Personalausweis für Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Kein Foto drin. Jürgen, 10. Juni 1944. Und der Ausweis ist aus 1980. Ja, ich gehe dann mal alleine hier ins Dunkle, ne? Wartet nicht auf mich. Wenn ich schreie, dann heißt es, dass alles gut ist. Also das Museum des Landkreises Oberspreewald-Lausitz ist ja der neue Inhaber des Zechenhauses. Und es gibt hier Pläne für die Renovierung und Weiternutzung. Also das Gebäude selbst soll auch ein Museum werden. Ja, also das, die Waschkaue ist ja das Exponat schon für sich alleine. Und wir werden auf der Seite unser Museumsdepot unterbringen. Ah, okay. Ja, und wir wollen das Depot so gestalten, dass es in Teilen eben auch ein offenes Schaudepot ist. Und dann wird die Waschkaue natürlich auch ein öffentlicher Ort werden. Das heißt, es werden hier Veranstaltungen stattfinden, es kann vermietet werden, es zieht Kultur ein, wenn es denn sein möchte. Also so, dass wir ganz viele Funktionen haben. Also das Gedächtnis und das lebendige Museum und eben auch der Kulturort. Das klingt richtig toll. Ja, ja, da kann man sich doch drauf freuen. Super. Ja, und wieder eröffnet werden soll das Ganze ungefähr 2025, 2026. Das ist jetzt noch ein bisschen hin, da müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden. Knappe 4 Jahre. Aber in der Zwischenzeit können Sie ja einfach ein bisschen Sehnluft 24 schauen. Dann wird das schon. Egal ob Unterhaltungselektronik oder weiße Ware, eine große Auswahl an Elektrogeräten, viele Markenprodukte zu fairen Preisen und umfassende Beratung finden Sie bei EP Fröhler und Wickfeld jetzt in Ruhland am Markt 9. Einkaufen mit Service, das macht den Unterschied. Komm an Bord und werde Teil unseres Teams. Denn wir leben Gesundheit. Von Mensch zu Mensch sind wir da, um unseren Patienten und Patientinnen zu helfen. An lebenswerten Standorten in einer Wohlfühlregion. Sana Kliniken Niederlausitz. Dein Job im Lausitzer Aufbruch. Sommerzeit, das ist klar, das ist Reisezeit. Und manchmal muss es nicht die weite Ferne sein, um schöne Stunden zu erleben. Oft ist man sozusagen betriebsblind und sieht gar nicht, was für Möglichkeiten man vor der eigenen Haustür hat.
Wann waren Sie zum Beispiel das letzte Mal im Senftenberger Schloss? Ein Beitrag unserer Kollegen aus Hoyerswerda stellt es in der Rubrik Kirchen, Schlösser, Herrenhäuser vor und macht vielleicht Lust auf einen Besuch dort. Sachsens Festung in Brandenburg. Das ist der Slogan für das Senftenberger Schloss bzw. für die Senftenberger Festung. Die Stadt gehört heute zu Brandenburg, doch das war nicht immer so. Auch war das imposante Gebäude, das heute als Museum dient, nicht immer ein Schloss. Die ältesten Teile der Anlage standen bereits schon im Mittelalter. Auf den alten Mauern der Burgruine wurde dann 1544 das Renaissance-Schloss erbaut. Um das Schloss wurde ein 6,50 Meter hoher Erdwall aufgeschüttet und die schwarze Elster angestaut. So stand es nunmehr inmitten von Wasser und Sümpfen und deren einzige Verbindung zur Stadt bestand aus einer hölzernen Brücke. Laura Rommel, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums Schloss und Festung Senftenberg, kennt die Geschichte des Baus genau und auch, was sich hinter dem Motto verbirgt. Also die Festung selber ist im 16. Jahrhundert erbaut worden auf den Resten einer mittelalterlichen Burg. Senftenberg gehörte knapp 400 Jahre zu Sachsen, zum Kurfürstentum Sachsen. Um das zu erklären, muss man vielleicht so ein bisschen weiter in die Geschichte zurück. Also Senftenberg war schon immer in einer Grenzlage, also immer so in der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg, später Preußen natürlich, dann an der Grenze zu Polen und Böhmen. Und dadurch gab es immer wieder Herrschaftswechsel hier in Senftenberg. Das Schloss diente zunächst als Amts- und Witwensitz und später auch als Jagdschloss. Dort war der Amtshauptmann untergebracht, der genauso als Verwalter tätig war, wenn der Kurfürst nicht zugegen sein konnte. Im frühen 17. Jahrhundert wurde das Schloss dann ebenfalls zu einer Festung. Das war natürlich wichtig, weil man von Sachsen aus natürlich die Nordgrenze nach Brandenburg verteidigen musste. Und dadurch wurde dann die Festung auch weiter ausgebaut. In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, also 1618 bis 48, wurden dann auch die fünfeckigen Bastionen am Wall ausgebaut. Vorher waren das Rondelle und da hat man sich dann entschieden, die Festung weiter auszubauen. Das Schloss, so wie es heute steht, hat schon so einiges hinter sich. In all den Jahrhunderten wurde es nicht nur für die unterschiedlichsten Zwecke genutzt, wie beispielsweise als Polizei, Museum oder als Schule. Es hat auch äußerlich einiges über sich ergehen lassen müssen. Angefangen hatte sie doch als prächtiges Renaissance-Schloss. Also das Schloss, wie wir es heute sehen, ist natürlich ein bisschen schlichter, als es damals erbaut worden ist. Es ist als Renaissance-Schloss im 16. Jahrhundert erbaut worden, damals noch mit zwei Türmchen am Süd- und am Nordflügel. Und man sieht auch rundherum sind die Giebel halt ja, renaissance-typisch verziert. Diese Giebel gibt es heute leider so in der Form nicht mehr. 1815 wurde Senftenberg preußisch und in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts begann man die komplette Südseite bis auf den Torbogen zurückzubauen. Auch das Obergeschoss des Ostflügels hatte keinen Nutzen mehr und musste weichen. In der Zeit diente das Schloss als Verwaltungssitz, Polizeistation und Amtsgericht. Vor allem in dem Kellergewölbe kann man sich im heutigen Museum ein Bild von der damaligen Beschaffenheit des Schlosses und der Festung machen. Und an der einen oder anderen Stelle ist sogar noch die alte Burgmauer aus dem 13. Jahrhundert zu erkennen. An einem Holzmodell gibt es für jeden Besucher die Möglichkeit, die verschiedenen Bauphasen nachzuvollziehen und zu sehen, was sich in all der Zeit geändert hat. Also das war das ursprüngliche Schloss, so wie es im 16. Jahrhundert geplant und gebaut wurde. Und der grüne Teil, das wäre dann nochmal der Umbau für die zivile Nutzung im 18. und 19. Jahrhundert. So.
Also man sieht auf jeden Fall, es ist um einiges schlichter. Die Türmchen sind weg, die Giebel sind weg und es hat einfach ein ganz anderes Erscheinungsbild als das ursprüngliche Renaissance-Schloss. 1907 gab es über den Heimatverein die erste Ausstellung, die damals ihren Platz im Pulverturm fand. Der wurde im 20. Jahrhundert dem Original aus dem 17. Jahrhundert nachempfunden. Zu dem Schloss gehören weiterhin noch das Kommandantenhaus mit den Privatgemächern des Festungskommandanten, das Mitte des 17. Jahrhunderts entstand, die Kasematten, geschützte Gewölbräume, die in dem Erdwall liegen, und die Poterne, die geschichtlich gesehen erst vor kurzem aufwendig rekonstruiert wurde. 1990er Jahren wurde das hier grundlegend saniert, da sich zu DDR-Zeiten nicht wirklich um das Schloss gekümmert worden ist und es eigentlich immer mehr verfallen ist. Und die Rekonstruktionsarbeiten dauerten dann auch bis 2006 an. Dabei ist auch zum Beispiel die Poterne und das Torgewölbe rekonstruiert worden, auch die Kasematten, die man im unteren Bereich gut sehen kann. Und ja, seitdem ist auch diese Glasfassade im Inneren zum Schlosshof eingebaut worden. Der Heimatverein nutzte im Schloss als ersten Ausstellungsraum die ehemalige Küche. Einer der wenigen Räume, deren Decke noch die ursprüngliche Schönheit des Schlosses erahnen lassen. 1913 bis 1932 befand sich in den Räumlichkeiten des Schlosses noch eine Knabenschule, bis es dann im Jahre 32 in Gänze ein Museum unter der Leitung des Heimatvereins wurde. In dem gleichen Jahr wurde auch die Buche im Schlosshof gepflanzt, die demnach heute 92 Jahre alt ist. In den 50er Jahren wurden dann noch zwei weitere Baumaßnahmen vorgenommen. Zum einen wurde im Westflügel ein Vortragssaal eingerichtet, der heute unter anderem als Außenstelle für das Standesamt dient. Und zum anderen wurden in das Treppenhaus große Fenster eingelassen, die sogenannten Blumenfenster. Arbeiten zum Erhalt und zur Rekonstruktion gab es dann erst wieder in den 90er Jahren. Zur jüngsten Entwicklung eines Gebäudes mit solch langer Geschichte weiß Laura Rommel. Also seit dem Jahr 2000 gehört das Schloss zu dem Museumsverbund des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. Und zu sehen sind die Dauerausstellungen zur Stadtgeschichte und zur Geschichte der Festungsanlage selber. Es gibt auch immer wieder verschiedene Sonderausstellungen. Es gibt zum Beispiel den Kultursommer, wo wir verschiedene Veranstaltungen haben mit Kino und Konzerten. Und im September wird ein großes Schlossfest stattfinden. Glanz und Gloria heißt es. Und da wird eben diese Zeit der Festungsanlage dargestellt und ja, wieder neu belebt. Schloss und Festung Senftenberg. Gebaut auf Fundamenten so alt wie die Stadt selbst. Stadtwerke Senftenberg, Ihr regionaler Energiedienstleister für Strom, Gas und Fernwärme in Senftenberg und Umgebung. Sie finden uns in der Laugstraße 13 bis 15 in Senftenberg oder unter www.stadtwerke-senftenberg.de. Stadtwerke Senftenberg, passend für Sie, Strom, Gas und Wärme. Richtig viel Musik neben richtig viel Programm. So könnte man das Senftenberger Hafenfest umschreiben. Und auch unser heutiger Musikclip der Woche soll Lust auf das Hafenfest machen, zum Beispiel auf das Konzert mit Nyon am Sonntag um 18.30 Uhr. Ein Song, bei dem man so richtig schön ins Träumen kommen kann, ist dieser hier. Und natürlich auch am Sonntag live zu erleben. Stadtlaternenlicht. Meine Drinks bezahlt und ich will nach Haus und ich lauf
Ich lauf, ich lauf, ich lauf. Hab den Weg verloren, geh nur geradeaus. Doch es stört mich nicht, denn es zieht mich raus. Und ich lauf, ich lauf, ich lauf, ich lauf. Frei im Stadtlaternenlicht. Wo es geht, es mich trägt, ist egal, interessiert mich nicht. Stadtlaternenlicht. Wo es geht, es mich trägt, ist egal, interessiert mich nicht. Das sieht unglaublich aus. In den Fenstern brennt noch Licht, ich glaub, wenn die Stille spricht, hören die Sorgen auf. Und ich lausch, ich lausch, ich lausch, ich lausch. Hab den Weg verloren, geh nur geradeaus. Hör den Ruf der Nacht, sie zieht mich raus. Und ich lausch, ich lausch, ich lausch, ich lausch. Stadtlaternenlicht. Wo es geht, es mich trägt, ist egal, interessiert mich nicht. Frei im Stadtlaternenlicht. Wo es geht, es mich trägt, ist egal, interessiert mich nicht. Es mich trägt, ist egal, interessiert mich nicht. Vielen Dank. Wir waren Nyon und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Dankeschön. Und damit sind wir am Ende unserer aktuellen Sendung angekommen. Für Sie gibt es jetzt aber noch unseren Serviceteil voller Kleinanzeigen und weiteren Infos. Bis bald, bleiben Sie gesund und seien Sie bitte nett zueinander. Ihr Stefan Thomas.